Bioökonomie und das Recht auf Nahrung. Eine Präsentation von FIAN Deutschland. Der im August 2012 von der Bundesregierung ernannte Bioökonomierat ist ein Beratungsgremium für die deutsche Bundesregierung. Demnach ist Bioökonomie die wissensbasierte Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen, um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Das bedeutet, biologische Stoffe werden ökonomisiert. Biomasse soll neben der Nahrungsmittelproduktion vermehrt zur stofflichen und energetischen Nutzung gebraucht werden. Bioökonomie soll so den Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum ebnen. Nach der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist eine Entwicklung nachhaltig, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse, insbesondere die Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt, zu befriedigen. Bioökonomie steht für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Ziel des Bioökonomierates ist es, durch neue, nachhaltig erzeugte Produkte und Dienstleistungen ökonomisches Wachstum und ökologische Verträglichkeit zu vereinen. Bioökonomie soll Wirtschaftswachstum mit Nachhaltigkeit und Umwelt- sowie Klimaschutz in Einklang bringen. Da fossile Rohstoffe begrenzt sind, soll die Bioökonomie eine Abkehr von fossilen Rohstoffen zu nachwachsenden Rohstoffen ermöglichen. Zudem spare die Nutzung von Biomasse im Vergleich zu fossilen Energieträgern Treibhausgasemissionen ein. Durch den zusätzlichen stofflichen und energetischen Nutzen steigt die Nachfrage an Rohstoffen, die bislang ausschließlich zur Nahrungsmittelproduktion genutzt wurden. Um ihr Versprechen zu halten, ausreichend gesunde Nahrung weltweit sicherzustellen, setzt die Bioökonomie auf Produktionssteigerung. Dazu fährt sie zweigleisig. Zum einen sind neue Nutzungsflächen zu gewinnen, auf denen die Landwirtschaft noch intensiver betrieben werden soll. Doch woher kommen diese Nutzungsflächen? Produzenten von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Energiepflanzen benötigen Anbauflächen. Die steigende Nachfrage nach Biomasse führt zu Konflikten um die begrenzte Landverfügbarkeit und treibt die Preise für Land und Lebensmittel in die Höhe. Konzerne sichern sich deshalb schon jetzt Anbauflächen. Es drohen Landgrabbing und ein Anstieg der Pachtpreise. Schlechte Voraussetzung also für eine bäuerliche Landwirtschaft. Heute sind etwa 2,7 Milliarden Menschen von der Landwirtschaft abhängig. Es leben und arbeiten damit heute mehr Menschen als jemals zuvor als Kleinbäuern und Kleinbäuerinnen und sichern sich ihr Menschenrecht auf Nahrung. Würden wir es wie in Deutschland machen, wo nur noch etwa 1,5% der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, müsste folgende Frage beantwortet werden. Wie sollen weit über 2 Milliarden Menschen, die jetzt von der Landwirtschaft abhängig sind, dann ihre Existenz sichern? Wachstum in den Sektoren Dienstleistungen und Industrie schafft in der globalisierten Welt schon heute so gut wie keine zusätzlichen Jobs. Die Antwort auf diese Frage bleiben die Verfechter der industriellen Landwirtschaft also schuldig. Die deutsche Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie ist extrem abhängig von Importen. Für unseren Konsum beanspruchen wir heute riesige Agrarflächen im Ausland, vor allem im globalen Süden. Deutschland importiert jährlich 3,6 Millionen Tonnen Soja, 1,5 Millionen Tonnen Palmöl und 500.000 Tonnen Tiefkühlgemüse, nur um einige Produkte zu nennen. Es würde also schlichtweg nicht funktionieren, dass die ganze Welt ein Landwirtschafts- und Ernährungssystem wie in Deutschland aufbaut. Durch eine massive Ausweitung von Anbauflächen und die damit einhergehende Beschädigung von kohlenstoffspeichernden Naturflächen droht die Aufhebung oder sogar Umkehr der positiven Umwelteffekte wie Treibhausgaseinsparung durch Biomassennutzung.
Zudem ist die Bewirtschaftung von Monokulturen mit hohem Pestizid- und Düngereinsatz verbunden. Durch den hohen Düngereinsatz entsteht in großen Mengen Lachgas. Lachgas ist fast 300 Mal so schädlich fürs Klima wie Kohlendioxid. Zum anderen soll, um der Ressourcenknappheit entgegenzuwirken, die Effektivität der Bewirtschaftung gesteigert werden. Hierzu setzt die Bioökonomie auf Hochtechnologien. Das Landwirtschafts- und das Bildungsministerium haben die nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 entwickelt, welche mit Mitteln zur Forschungsförderung in Höhe von insgesamt 2,4 Milliarden Euro für die Jahre 2010 bis 2016 ausgestattet war. Auch die europäische Bioökonomiestrategie Bioeconomy for Europe aus dem Jahr 2012 und die europäischen EU-Förderungsprogramme Europa 2020 und Horizon 2020 sind darauf ausgerichtet, stetiges Wirtschaftswachstum trotz Endlichkeit natürlicher Ressourcen durch wissenschaftliche Methoden zu sichern. Entwickelte Großtechnologien sind beispielsweise Bioraffinerien, Precision Farming, sogenannte Teilschlagbewirtschaftung und Vertical Farming. Neue Generationen von Saatgut sollen mit einer hochleistungsfähigen Landwirtschaft das Problem der begrenzten Verfügbarkeit von Land beheben. Durch Recycling und Kaskadennutzung sollen Rohstoffe effizienter genutzt werden. Das Dogma "mehr muss her" ist aber keine Erfindung der Bioökonomie. Schon die letzten 50 Jahre wird auf Wachstum gesetzt. Die Weltbevölkerung hat sich zwar gut verdoppelt, aber wir haben mehr als doppelt so viel produziert, wie man auf diesem Schaubild sehen kann. Rein rechnerisch hätte jeder Mensch heute mindestens 30% mehr Essen auf dem Teller und niemand müsste hungern. Die Realität sieht leider anders aus. Heute leiden trotzdem mehr Menschen an schwerem Hunger als noch vor 50 Jahren. Die industrielle Landwirtschaft hat damit ihr Versprechen bis heute nicht erfüllt. Ein Wandel dieses Trends durch Hochtechnologien ist nicht zu erwarten. Die meist an Patente geknüpften Großtechniken sind teuer. Mittel- und Kleinbetriebe des globalen Südens können sich oft nicht leisten, diese zu entwickeln und zu betreiben. Da hierzu überwiegend eher große, kapitalkräftige Unternehmen in der Lage sind, sind Mittel- und Kleinbetriebe nicht konkurrenzfähig. Darüber hinaus werden im Sinne der Bioökonomie ein immer größerer Teil der Produktion nicht direkt für die Ernährung verwendet. Kurz gesagt, selbst wenn die Landwirtschaft doppelt so viel produziert, das aber alles in den Ladentheken unserer Supermärkte oder den Tanks unserer Auto landet, ist kein einziger Mensch zusätzlich ernährt. Wie viele Nahrungsmittel in einer Region erzeugt werden, spielt heute in der globalisierten Welt bei der Hungerbekämpfung nur eine untergeordnete Rolle. Ansonsten wäre ein Fall wie Indien kaum zu erklären. Hier lebt fast ein Viertel der Hungernden, während das Land gleichzeitig große Überschüsse in der Agrarproduktion erzielt. Die Menschen in den Entwicklungsländern benötigen Konzepte, die sie selbst bedienen können, unabhängig von Konzernen und auch in Gegenden mit schlechter Infrastruktur. Ein entscheidender Faktor für menschenrechtlich nachhaltige Ansätze ist, dass für die Landwirtschaft elementare Dinge wie Saatgut oder das Wissen über Anbaumethoden frei zugänglich bleiben, statt durch Patente versperrt zu werden. Das Menschenrecht auf Nahrung ist in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie Artikel 25 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung verankert. Dieses Recht soll gewährleisten, dass sich Menschen selbst ernähren können. Unmittelbar dank ertragreicher Böden oder sonstiger natürlicher Ressourcen oder mittelbar durch das Bestehen gut funktionierender Verteilungs-, Verarbeitungs- und Marktsysteme. Hieraus erwachsen Deutschland verschiedene positive Schutzpflichten. Das Recht auf Nahrung wird verletzt, wenn der Staat den Zugang zu Land und Ressourcen nicht aktiv fördert, diesen sogar verhindert oder zerstört.
etwa durch die Landenteignung von Kleinbäuern und Kleinbäuerinnen durch den Staat selbst. Dies wäre eine Verletzung der sogenannten Achtungs- und Gewährleistungspflicht. Das Recht wird auch dann verletzt, wenn die Staaten nicht verhindern, dass Zugang zu Nahrung und Ernährungsgrundlagen durch Eingriffe Dritter, wie beispielsweise Konzerne oder Großgrundbesitzer, beschnitten wird. Dies wäre eine Verletzung der sogenannten Schutzpflicht. Bei der jetzigen Ausrichtung der Bioökonomie wird die Förderung kleinbäuerlicher, an ökologischen Kriterien ausgerichteter Strukturen, wie zum Beispiel das Konzept der Agrarökologie, nicht mit herangezogen. Diese ermöglichen jedoch nicht nur eine erschwingliche, sondern zudem eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung der Menschen, auch in den Entwicklungsländern. Entgegen der dominanten Darstellung wollen viele auf dem Land bleiben und kämpfen dafür. Das Kleinbauernnetzwerk La Via Campesina mit 200 Millionen Mitgliedern zeigt das deutlich. Bioökonomie hat durchaus sinnvolle Ziele. Sie beruht auf einem Strukturwandel von einer auf endlichen fossilen Quellen, hauptsächlich Erdöl, basierten Wirtschaft zu einer stärker auf nachwachsenden Rohstoffen basierten Wirtschaft. Jedoch haben Verteilungsfragen und menschenrechtliche Ansätze bisher in den Bioökonomiestrategien kaum Eingang gefunden. In die Diskussion muss eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Transformation unseres Produktions- und Konsummodells einbezogen werden und eben kein Festhalten an dem Dogma des stetigen Wirtschaftswachstums, bei dem der Turbo nur auf Grün und Bio gestellt wird. Wenn dieser Kurswechsel eingeleitet ist, können Elemente der Bioökonomie durchaus eine wichtige Rolle bei der Sicherung einer an globaler, sozialer und ökologischer Gerechtigkeit orientierten zukunftsfähigen Entwicklung spielen, welche die Umsetzung und den Schutz der Menschenrechte in das Zentrum stellt. Eine Umsetzung der bisherigen Bioökonomiestrategien mit dem Fokus auf Wachstum verschärft jedoch die Problemlagen im globalen Süden. Durch Bioökonomie soll die Produktion erhöht werden, um Armut und Hunger zu verringern. Es ist aber schlichtweg falsch zu glauben, dass eine höhere Produktivität und Produktion das Hungerproblem löst. Denn die globale Welternährung ist kein Mengenproblem. Ungerechte Verteilung ist schuld. Außerdem garantiert eine höhere Produktion keinen gerechteren Zugang zu Ressourcen. Genau das ist aber erforderlich, denn das Menschenrecht auf Nahrung gibt jedem Menschen das Recht, sich selbst adäquat zu ernähren. Dies war eine Präsentation von FIAN in Deutschland und dem Hands on the Land for Food Sovereignty Projekt mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission.